heute beim Deutschen Lehrerforum, drittes Deutsches Lehrerforum auf der Hirschburg. Und wir sind kurz vor dem Schluss des Lehrerforums und haben hier drei Teilnehmerinnen und würden gerne mal wissen, warum ihr hergekommen seid und was ihr mitgenommen habt. Wer möchte denn mal eröffnen? Ja? Genau. Also warum wir hergekommen sind, ist tatsächlich einmal der Medienentwicklungsplan, dass wir uns austauschen möchten mit anderen Lehrkräften zu Erfahrungen und so weiter. Also was sollte in der Schule an Medien ja, da sein, mit denen man gut arbeiten kann und ja, was können wir alles dann voneinander auch lernen. Ne? Also wirklich der Erfahrungsaustausch und aber auch die Vernetzung. Deshalb sind wir auch hergekommen. Wir suchen einfach andere Schulen, von denen wir lernen können, mit denen wir unsere Erfahrungen teilen können und genau, mit denen wir vielleicht auch weiterarbeiten können. Ja, bei uns ist das Problem, dass in Berlin, ich komme aus Berlin von der Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule und wir haben einen neuen Rahmenlehrplan bekommen, der auch die Medienpädagogik und Mediendidaktik in den Vordergrund stellt. Der ist in den Augen der Lehrer ein bisschen ungefüllt und man kann ganz, ganz viele Fortbildungen machen von irgendwelchen Fachleuten. Die sind aber leider ganz oft so unterrichtsfern. Und wenn man sich dann mit Kollegen, die wirklich gerade im Schuldienst stehen, austauscht, ist es wesentlich besser und wesentlich verständlicher, weil die können sagen, das funktioniert nicht, dafür brauche ich Zeit. Und wenn dann jemand von außerhalb kommt, der mit Schule nichts zu tun hat, ist das immer ganz, ganz toll, hört sich ganz, ganz super an, aber die Anwendbarkeit ist dann immer sehr, sehr gering, leider. Das war jetzt der Anlass, warum ihr hergekommen seid zum Deutschen Lehrerforum. Wie sehr wurden die Erwartungen denn erfüllt oder auch nicht erfüllt? Ach so, gut. Also doch, im Großteil wurden sie auf jeden Fall erfüllt. Das ging bei uns ja genauso, dass wir die Vernetzung wollten. Schon allein der Austausch, da fängt das ja an. Da kriegt man ja so viele Ideen und Inspirationen. Ich fand mit Abstand die Workshops doch am besten, weil man viel mehr mitbekommen hat und nachfragen konnte. Dann doch ein bisschen hätte ich mir noch so einen kleinen medienethischen Aspekt gewünscht, einfach um dieses rein so geht, so kann man es machen, das einmal hinterfragen, wahrscheinlich auch Philosophielehrerin, aber ansonsten ja, erfüllt. Ja, ich bin mit ganz wenig bis gar keiner Erwartung hergekommen, einfach weil das die Arbeit dann für mich einfacher macht und ich nicht enttäuscht werde. Aber was hier gelaufen ist, das war schon super, super toll. Die Organisation war toll, die Angebote super. Und das Einzige, was mir jetzt nochmal so ein bisschen fehlt, ist die Frage oder die Antwort darauf, darf ich denn zum Beispiel sowas wie Kahoot benutzen, wo der Server nicht in Deutschland liegt, oder darf ich das eigentlich nicht benutzen? Und wie das so ein bisschen mit Datenschutz und Urheberrecht aussieht, wie weit man das fassen kann oder wie eng man das fassen muss. Aber ansonsten, Praxisbeispiele waren hier in Massen und die waren auch wirklich super toll und nutzbringend. Also meine Erwartungen sind auch voll erfüllt. Ich muss sagen, dieses Konzept, dass Lehrer für Lehrer Workshops gestalten, finde ich super. Und dass man von dem profitiert, was andere eben schon gemacht haben, ist eigentlich genial und ich bin mit total vielen Sachen jetzt hier in Berührung gekommen, die ich erstmal für mich nochmal ausprobieren muss. Also man geht nicht weg und weiß dann alles, was andere gemacht haben, sondern jetzt fängt eigentlich die Arbeit an und ja, man setzt sich mit vielem auseinander. Ja, vielen Dank für die Auskunft, dann wünschen wir euch viel Erfolg weiterhin und danke, dass ihr hier wart.